Geschätzter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Finanzminister, ich hoffe, Sie sehen auf dem Handy neue Lösungen für den Haushalt bei der Bundeskanzlerin. Aber zu Ihrer Rede muss man doch feststellen, ich hatte gedacht, es gäbe 23 Regionalkonferenzen bei der SPD. Aber das, was Sie hier an Rede abgehalten haben, war die 24. Regionalkonferenz für die SPD-Fraktion. Und es war nicht die Rede eines Haushaltsministers. Ja, dass der bei euch gewonnen hat mit der Rede, ist klar. Das nützt ihm aber im Zweifel bei der Wahl um den Parteivorsitz nicht viel. Aber, und da bin ich dann wieder auf Ihrer Seite, wir sind eine Kulturnation. Deswegen möchte ich mit Rilke anfangen. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und lass auf den Fluren die Winde los. Das kennen wir alle. Aber es ist im Endeffekt symbolisch für das, was wir gegenwärtig in der Haushaltspolitik erleben. Denn seien wir doch ehrlich, die letzten 8 Jahre waren für den Haushalt und für eine große Koalition, die gerne Geld ausgibt, groß. Es gab jedes Jahr kontinuierliches Wirtschaftswachstum, Steuermehreinnahmen und zum Glück für uns alle gab es auch mehr Arbeit für uns alle, für die Bürger, mehr Arbeitsplätze. Aber, und das ist das, was der Hauptvorwurf meiner Fraktion an diese Koalition ist, sie negieren, dass Rilkes Schatten da sind, dass nämlich diese Zeit vorbei ist. In ihrer Rede war nichts zu hören davon, dass wir auf dem Arbeitsmarkt inzwischen immer weiter steigende Kurzarbeiterzahlen haben, war nichts davon zu hören, dass inzwischen die Frage der neu zur Verfügung stehenden Stellen runtergeht, war nichts davon zu hören, dass die Auftragseingänge zurückgehen, war nichts davon zu hören, dass die Industrieproduktion zurückgeht. Und Sie negieren auch noch das, was Sie selber in Ihren Monatsberichten allen eigentlich zu erkennen geben, nämlich, dass die Steuereinnahmen sich noch nicht einmal mehr in diesem Jahr so entwickeln, wie Sie es geplant haben. Und Sie wissen zudem auch schon jetzt, dass die Steuerschätzer Ihnen für das nächste Jahr einiges an Minus reinschreiben werden. All das negiert diese Regierung. Und eine Regierung, die eine solche wirtschaftliche Entwicklung negiert, die schaut nicht in die Zukunft, sondern die schaut aus Angst nur noch in die Gegenwart und versucht, sich in irgendeiner Weise über den Dezember zu retten. Und das ist katastrophal für unser Land. Meine Damen und Herren, das Negieren der Wirtschaft ist ja schön, wenn man sie nicht mag. Aber nehmen wir doch das Thema Investitionen. Ich muss das vielleicht für die linke Hälfte des Hauses hier noch mal erklären. Es ist ja gut und richtig, wenn der Staat mehr investiert. Aber das haben Sie in den letzten Jahren als Große Koalition doch nicht gemacht. Und es ist auch richtig, wenn man das tut. Wenn man dann aber, wie der Kollege Jung und Sie immer wieder behauptet, ja, absolut geben wir ja jetzt mehr für Investitionen aus und rühmt sich dann übrigens auch noch, dass das Baukindergeld eine Investition ist. Also wenn ein Privater ein Haus, ein altes Haus kauft, dann sagt Herr Scholz, das ist eine Investition des Staates. Das ist ein komisches Verständnis. Wenn wir die CO2-Regeln demnächst nicht einhalten werden, dann werden die Strafzahlungen von Ihnen auch noch als Investition definiert. So machen Sie Investitionspolitik und so haben Sie in der Vergangenheit gemacht. Das ist aber kein Blick in die Zukunft. Zukunft wäre, liebe linke Seite, wenn die, die 9/10 der Investitionen in diesem Land machen, gefördert werden. Und das sind die Privaten, das sind die Unternehmer. Und da müssen wir etwas machen. Und Herr Minister, ich wette mit Ihnen, Sie werden spätestens im Frühjahr die Abschreibungsregeln ändern, weil Sie merken, dass Sie ohne die Privatwirtschaft nicht vorankommen. Da können Sie so viel über den Staat reden. Es ist der Private, der am Ende dieses Land nach vorne bringt. Meine Damen und Herren, wir reden dann immer wieder über die Frage, wie wir die Prioritäten wirklich klüger setzen können. Und genau das ist doch das Problem. Wir reden nicht darüber, wo könnten wir sagen weniger und wo müssen wir mehr, sondern wir sagen immer nur, wo mehr. Und seit Neuestem ist das, und da bin ich mir mit dem Kollegen Kaas einig, ist es jetzt so, du sagst im Moment mehr, indem du es grün anstreichst und dann darfst du dafür auch mehr Geld ausgeben. Nein, das ist nicht die Lösung. Wir müssen, wenn wir nachhaltig investieren wollen, dann müssen wir auch ehrlich sein und nicht diesen Scheinmut haben, nur zu sagen, mehr zu fordern, sondern müssen auch sagen, auf was wir verzichten müssen. Es ist wie beim Bürger, der erkennt, dass er für sein Haus etwas tun muss, dann muss er auch für sich selber sagen, auf was er verzichtet. Und verzichten ist das Problem der Sozialdemokratie, das merke ich jetzt ja schon wieder an den Zwischenrufen, ist Ihre Stärke beileibe nicht. Meine Damen und Herren, zum Schluss. Wenn Sie schon nicht die Realitäten anerkennen, wenn Sie schon nicht erkennen, dass eine ganz wesentliche Lösung in unseren Bürgern und in unseren Unternehmen liegt, dann kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, ein anderes Gedicht von Rilke zu lesen. Und der heißt Auf einer Sturmnacht. Herzlichen Dank. Nächster